Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Talk im Turm. Unser Thema nach dem Urknall, was die Physik wissen möchte. Wir werden heute über die Geheimnisse des Universums reden und wie diese vielleicht gelüftet werden könnten, oder zumindest einige von ihnen. Wir tun das mit zwei Experten der Universität Zürich, das heißt eine Expertin und einem Experten. Die Expertin ist Laura Baudis. Sie ist Professorin für Experimentalphysik an der Universität und sie beschäftigt sich mit der dunklen Materie, von der man zwar weiß, dass es sie gibt, aber man weiß nicht, woraus sie besteht. Und das möchte Laura Baudis herausfinden. Wie sie das bewerkstelligen will, wird sie uns nachher sicher erzählen. Unser zweiter Gast ist Philipp Jetzer. Philipp Jetzer ist Professor für Theoretische Physik an der Universität Zürich. Und er ist im wissenschaftlichen Leitungsteam des LISA-Projektes der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ziel dieses LISA-Projektes ist es, Gravitationswellen im All zu messen. Diese Gravitationswellen sind deshalb interessant, weil sie uns über Ereignisse aus der Geschichte des Universums berichten. Wie er jetzt diese Wellen messen möchte und weshalb, wird uns hoffentlich auch verraten im Laufe des Gesprächs. Das wird moderiert von Roger Nickel und mir. Ich bin Thomas Gull. Wir sind die Redaktoren des Magazins der Universität Zürich. Ja, wir machen heute eine kleine Reise ins Universum und eine Reise auch ins Universum der Astrophysik. Frau Baudis, wenn Sie in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel schauen, staunen Sie da manchmal? Ja, eigentlich immer. Und was mich vielleicht am meisten erstaunt, ist, dass ich überhaupt etwas sehen kann, also direkt mit dem Auge, weil ja, es ist wirklich nur ein Teil des Universums, das wir direkt beobachten können, indem wir die elektromagnetische Strahlung benutzen. Ja, also wenn ich in einer klaren Nacht in den Himmel schaue und wenn ich vielleicht ganz weit oben bin in den Bergen, dann sehe ich sehr viele Sterne. Wenn ich Glück habe, sehe ich auch das nebliche Band der Milchstraße. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass das nicht alles ist, was man wirklich mit dem Auge sieht. Ja, sondern dass es vieles gibt im Universum, was man nicht direkt sieht. Und das ist vielleicht gar nicht so erstaunlich, weil warum soll all das, was das Universum ausmacht, warum soll es durch unsere Sinne direkt beobachtbar sein? Das heißt, wir sehen nicht viele, aber das heißt, es gibt auch noch viele Geheimnisse, die man genau, die wir versuchen zu enträtseln. Ja, genau. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Jetzer? Kommen Sie dann schwärmen, wenn Sie in die Sterne schauen, so in einem schönen Berghimmel oder so? Also, als ich etwas jünger war, da habe ich noch öfters mit meinem eigenen Fernrohr geschaut und da hat mich natürlich sehr fasziniert und das ist auch mit ein Grund, weshalb ich dann danach Physik studiert habe. Jetzt habe ich leider ein bisschen weniger Zeit, aber nehmen Sie es aber trotzdem manchmal hervor. Ja, ab und zu gehe ich oder gehe ich manchmal auch da in der Urania-Sternwarte, da in Zürich, mitten in Zürich, und dann sieht man diese schönen Objekte und ich meine, das ist natürlich immer faszinierend und ich finde es immer noch schöner als da. Ich meine, natürlich, man hat all diese schönen Bilder vom Hubble und so weiter, aber wenn man das irgendwie vom Auge direkt sieht, ist es schon nochmal etwas schöner. Und dann, wenn Sie das Fernrohr hervornehmen, dann haben Sie dann ein bestimmtes Ziel. Wissen Sie schon, jetzt schaue ich mir eine bestimmte Konstellation oder was auch immer an? Also, als ich mehr Zeit hatte und wirklich mit dem Fernrohr, dann habe ich vielmals die Planeten beobachtet, Saturn, Jupiter und so weiter, oder dann wollte ich gewisse Objekte, die ich da irgendwie in den Büchern sah, wollte ich dann persönlich mal sehen und so weiter. Jetzt ist es vielleicht wieder ein bisschen Zufall. Okay. Sie, Frau Baudis, wir werden dann später im Gespräch hören, dass Sie für Ihre Forschung vor allem in die Tiefen des Bodens steigen, um zu forschen und gar nicht irgendwie in einer Sternwarte oder so. Aber schauen Sie zuweilen auch in die Sterne, jetzt professionell eben mit einem Teleskop oder so? Also professionell nicht, aber so als Hobby. Wir haben ein kleines Teleskop zu Hause, nur hier sind die Wetterbedingungen natürlich selten so, dass man, aber trotzdem, es ist schon schön, wenn man einfach den Mond oder den Mars oder wenn man das sieht und auch den Kindern zeigen kann oder eben andere Planeten. Ja. Aber professionell schaue ich, wie Sie ja wissen, anders ins Universum. Genau.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man vielleicht sieht oder was man eben sehen kann, allenfalls auch mit einem Teleskop sieht man natürlich mehr als von Auge. Sie beide beschäftigen sich aber ja letztendlich mit Dingen, die man eben nicht sieht, weder mit dem Auge noch mit dem Teleskop. Bei Ihnen ist es die dunkle Materie, Frau Baudis. Mhm. Können Sie uns kurz erklären, was das ist, dunkle Materie? Genau, also ich bin nicht so glücklich mit dem Namen dunkel. Eigentlich sollte man sie unsichtbare Materie nennen. Das ist Materie, von der wir wissen, dass sie existiert, einfach aufgrund ihrer Gravitationsanziehung. Sie formt die größten Strukturen im Universum, sie formt auch Galaxien, Galaxienhaufen. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen. Aber sie interagiert mit der normalen Materie nicht via der uns allbekannten elektromagnetischen Wechselwirkung. Ja, diese Wechselwirkung, die wir am meisten erfahren, auch indem wir jetzt sehen und uns fühlen, warum ist dieser Tisch eben hart und so weiter. Nur es gibt eben Materie und das wissen wir aufgrund von indirekten Beobachtungen, die indirekt, das sind eben Beobachtungen des Gravitations, der Gravitationseffekte auf die normale, auf die sichtbare Materie, wissen wir, dass es noch eine andere Sorte von Materie gibt. Ja. Und es ist vielleicht nicht ganz so mysteriös, weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll, aber die einfachste Hypothese ist, dass diese Materie aus neuen Teilchen besteht. Wir kennen auch schon Teilchen, wie zum Beispiel die Neutrinos, die werden in der Sonne emittiert oder in Kernreaktoren oder auch in der Atmosphäre produziert und so weiter. Die sind auch Teilchen, die über die Gravitation interagieren und über die sogenannte schwache Wechselwirkung, aber nicht elektromagnetisch, also nicht durch Austausch von Lichtteilchen. Und deshalb sieht man sie eben nicht. Und genau, Neutrinos kann man auch nicht sehen. Und über diese Teilchen noch sprechen. Ich möchte aber kurz noch... Ich möchte nur einfach... Es gibt eben... Ja, der kleinste Anteil im Universum, eben diese Sterne und so, die wir sehen, wenn wir dann in den Himmel gehen, das ist ein kleiner Prozentsatz, das sind 4%, glaube genau, ich. Also wenn man wenn man jetzt die Gesamtmaterie und Energiedichte nimmt, das sind das etwa 4%. Wenn man jetzt nur die Materie, die Klump, die Strukturen formt, dann sind das etwa 15%. Und der Rest ist dann dunkle Materie oder dunkle Energie? Eben, wenn man nur von Materie spricht, ist der Rest dunkle Materie, 85%. Mhm. Also sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Genau. Aber ich finde es, wie gesagt, auch erstaunlich, dass 15%, das ist ja keine kleine Zahl der Gesamtmaterie, eigentlich für uns direkt wahrnehmbar ist. Das müsste nicht so sein. Ja. Jetzt haben Sie uns ja ein Bild mitgebracht, das wir hinten aufgehängt haben. Das leuchtet so schön. Vielleicht können Sie uns sagen, weshalb Sie das ausgewählt haben und was man darauf sieht. Genau, vielleicht sollte ich zuerst sagen, historisch ist es ja so, dass man sieht zwei Galaxienhaufen, die vor sehr, sehr langer Zeit durcheinander gegangen sind. Die dunkle Materie hier in Blau angezeigt, die kann man eben indirekt über die Gravitationswirkung messen. Die sieht man schön in Blau, die einzelnen Galaxien im optischen Bereich, also im sichtbaren. Wenn zwei Galaxien durcheinander gehen, dann kollidieren diese Galaxien nicht miteinander, weil die Distanzen zwischen den einzelnen Galaxien viel zu groß sind. Aber ein großer Teil der Gesamtmasse eines Galaxienhaufens residiert in einem sehr heißen Gas dazwischen. Dieser Gas strahlt im Röntgenbereich und weil wenn diese Galaxienhaufen eben durchgehen, dann bildet sich so eine Art Schockwelle von diesem heißen Gas. Ja? Das heißt, dieses Gas, das ist aus Atomen, aus Molekülen, wie wir sie auch kennen, gut, in dem Falle ist es ionisiert, aber dieses heiße Gas wechselwirkt über die elektromagnetische Wechselwirkung, während die dunkle Materie eben da bleibt, da wo auch die sichtbaren Galaxien sind. Also das Gas ist jetzt hier das Rote? Das Gas ist das Rote, genau. Die einzelnen Galaxien, die sieht man so als Scheiben und das hängt von der Projektion ab und die dunkle Materie sieht man in diesem blauen Bereich. Und daraus wissen wir auch, dass woraus auch immer die dunkle Materie besteht, zum Beispiel neue Teilchen, dass die nicht sehr stark miteinander interagieren.
Ja. Historisch wollte ich nur sagen, war das ja ein Schweizer Astrophysiker, Fritz Zwicky, der war erst hier und dann am Caltech, dem es gelungen ist, durch Beobachtung große Galaxienhaufen, wie zum Beispiel der Koma-Haufen, es ist ihm gelungen, die Masse dieser Haufen zu bestimmen. Und er hat damals, das war schon 1933, hat er schon herausgefunden, dass diese Masse bei Weitem 10-mal höher ist als die sichtbare Masse in den Galaxienhaufen. Das heißt, er hat vorausgesagt, dass es dunkle Materie ist. Genau, er hat vorausgesagt, er ist sogar mit diesem Namen dunkle Materie aufgekommen. Es hat dann lange gedauert, erst in den 70ern konnte man auch dann die Gesamtmasse in Galaxien bestimmen, hat man ein ähnliches Ergebnis gefunden. Die Gesamtmasse ist etwa 10-mal höher als allein die sichtbare Masse. Und mittlerweile haben wir natürlich sehr, sehr viele, sehr präzise Beobachtungen auf allen kosmologischen Skalen. Jetzt müssen Sie trotzdem nochmal erklären, wie dieser Fritz Zwicky darauf gekommen ist, dass es diese dunkle Materie geben muss. Das ist eine sehr gute Frage. Er hat nämlich die Geschwindigkeiten der einzelnen Galaxien messen können in einem Haufen. Und aus diesen Geschwindigkeiten, indem man einen bestimmten Satz in der Physik anwendet, kann man dann die Masse des Gesamthaufens bestimmen, indem man annimmt, dass diese einzelnen Galaxien eben gebunden sind, also nicht auseinanderfliegen sollen. Das ist ein System. Genau. Heutzutage hat man sehr viel mehr Methoden, um die Gesamtmasse von Galaxienhaufen zu bestimmen. Mhm. Eben über den sogenannten Gravitationslinseneffekt, der auch von Einstein kommt. Allerdings hat sogar Zwicky vorhergesagt, dass man den benutzen kann, schon damals. Und auch indem man die Masse zum Beispiel des heißen Gases und die Verteilung bestimmt. Mhm. Da kann man auch die unterliegende gravitative Masse dann herausrechnen. Und da sieht man eben, dass das hält dann eben zusammen, weil mehr Masse ist, als man sieht. Genau, und ähnlich in der Milchstraße, in Galaxien, die einzelnen Sterne, das Gas würden auseinanderfliegen, wenn nicht noch viel mehr Masse, und die ist sehr, sehr viel ausgedehnter als die sichtbare Masse, wenn diese Masse nicht da wäre, um alles zusammenzuhalten. Ja. Da hat das Fritz Zwicky also sehr gut gemacht, der Name ist nicht so glücklich, dass er gesagt hat, dunkel statt unsichtbar. Ja, dunkel ist etwas, was normalerweise in der Astrophysik Licht absorbiert, wie Dunkelwolken und so. Und diese Materie ist nicht wirklich dunkel in dem Sinne, sondern ich würde sagen durchsichtig. Durchsichtig. Ja. Die genau. Durchsichtige Materie. Die dunkle Materie. Mhm. Jetzt hat diese dunkle Materie auch spielt eine wichtige Rolle im Kosmos. Wir haben es gesehen, also jetzt gehört, Sie haben es gesagt, es unter anderem hält sie ganze Galaxiencluster, also eine Ansammlung von verschiedenen Galaxien überhaupt zusammen, eben durch Gravitationskräfte, sonst würden die in alle Herrenrichtungen zerfetzen. Was sind denn sonst noch, was für Effekte hat diese dunkle Materie denn sonst noch? Genau, also sie trägt dazu bei, dass Strukturen im Universum überhaupt erst entstehen können. Ja. Und man kann heutzutage, das machen wir unter anderem, also nicht meine Gruppe, aber andere Gruppen an der Uni Zürich, man kann in solchen großen Supercomputer, man kann ausrechnen, wie sich erste Strukturen im Universum bilden und wie sie sich dann weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch diese großräumige Verteilung messen. Man weiß auch, wie alt das Universum ist, aber um es kurz zu fassen, unser Universum wäre bei Weitem nicht alt genug, damit sich diese Strukturen, die wir heute beobachten, überhaupt formen können. Also es muss erstmal, die auf Englisch die sogenannten Seeds, also Keime gelegt werden, genau, von der dunklen Materie, damit dann die sichtbare Materie in diese Gravitationspotenziale der dunklen Materie fällt und anfängt zu klumpen. Also ohne dunkle Materie würde das Universum nicht so aussehen. Genau. Das andere ist, wir beobachten auch das sogenannte Nachglühen des Big Bangs, die kosmische Hintergrundstrahlung und durch den Planck-Satelliten in Europa. Und daraus kann man auch, damit kann man genau messen, wie viel normale Materie, wie viel dunkle Materie und so weiter es schon im frühen Universum gab. Und diese Messungen stimmen erstaunlicherweise sehr, sehr gut überein mit Messungen auf den Skalen von Galaxien, von Galaxienhaufen. Und das ist nicht unbedingt so selbstverständlich. Warum sollte das alles so gut zusammenpassen? Ja, jetzt musste sie lange zuhören. Sie haben auch manchmal genickt und war sie einverstanden, wie Frau Baudis gesagt hat.
Sie beschäftigen sich auch mit etwas Unsichtbarem, nämlich mit Gravitationswellen. Und die erzählen uns etwas über die Geschichte des Universums, die ja Frau Baudis jetzt auch erwähnt hat. Was sind denn das, diese Gravitationswellen? Können Sie uns das auch kurz erklären? Also ich kann auch sagen, ich hatte mich auch früher noch mit dunkler Materie beschäftigt. Sowohl im Galaxienhaufen als mit Gravitationslinsen. Aber zu Ihrer Frage, die Gravitationswellen, das ist ein bisschen analog wie in der, bei den elektrischen Ladungen. Wenn eine elektrische Ladung beschleunigt wird, dann werden elektromagnetische Wellen erzeugt. Und das Gleiche passiert, wenn ein gravitativer Körper beschleunigt wird, dann erzeugt er auch Gravitationswellen, also und verliert damit auch Energie, die eben durch diese Gravitationswellen weggenommen wird. Ich meine, die Erde, die wird ja auch um die Sonne beschleunigt und die verliert auch Energie in Form von Gravitationswellen. Nur ist die natürlich der Verlust, das kann man berechnen mittels der Gleichung von Einstein. Die sind sehr so gering, dass sie unnachweisbar klein sind. Aber die Gravitationswellen, die kann man jetzt ja nachweisen, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Genau. Jetzt haben wir auch ein Bild, das Sie auch ausgewählt haben. Können Sie uns auch hier kurz sagen, was man sieht? Also es ist so ein idealisiertes Bild und da würde man am Zentrum so zwei schwarze Löcher sehen. Die sind jetzt blau hier, oder? Ja, genau, dann sind es blau. Dort war die dunkle Materie auch blau. Also dann sind wir kohärent. Ne? Und die rotieren umeinander und dann verlieren sie dadurch Energie, indem ihr Abstand immer kleiner wird. Da wird natürlich potenzielle Energie dann verloren gegangen und diese Energie wird abgestrahlt in Form von Wellen und eben diese Wellen da, wie so ein bisschen so Wasserwellen, wenn man so einen Stein auf dem Wasser da hinaus bringt, dann sieht man auch diese Wellen, die da kommen. Nur sind ein kleiner Unterschied, das sind Wellen in den Raum und Zeit. Ja. Eben die reisen jetzt so Raum und Zeit über Milliarden von Jahren. Genau, weil auch die Wechselwirkung, die Wechselwirkung der Gravitation, obwohl die Gravitation ist ja die wichtigste Kraft, ich meine, wenn Sie ja da auf der Erde sind und nicht einfach da schweben oder wenn Sie da umfallen, dann ist natürlich immer die Gravitation schuld, aber das ist nur damit zustande kommt, dann, weil die Masse der Erde gigantisch ist letztes Ende, aber die Kopplung oder die Stärke der Gravitation ist natürlich immens viel kleiner als die elektromagnetische Kraft und das macht es auch, dass die Wechselwirkung der Gravitationswelle, die Wechselwirkung ja wie der Gravitationskraft, die ist so klein, dass de facto die Wellen, wenn sie mal erzeugt werden, die können praktisch ungehindert ins ganze Universum durchgehen. Jetzt haben Sie haben das sehr bescheiden jetzt gesagt, irgendwie, also nicht bescheiden inhaltlich, aber es hat so, genau, also Sie haben von Gravitationsobjekten gesprochen, das tönt harmlos. Das, was man messen kann, eben wie diese Gravitationswellen, die man jetzt gemessen hat, die sind eben entstanden bei der Kollision von schwarzen Löchern. Genau. Und da geht es dann, müssen Sie mal vielleicht uns erklären, was da für Dimensionen dahinter stecken. Das sind dann ziemliche Objekte. Also jetzt die schwarzen Löcher, die da verschmolzen worden sind, und die am 11. Februar hat man das ja angekündigt, aber die Beobachtung wurde, glaube ich, am 14. September gemacht. Die waren etwa eine Milliarde Lichtjahre von uns entfernt, also grosso modo, nicht? Und das handelt sich von zwei schwarzen Löchern von je etwa 30 Sonnenmassen. Je hat also etwa 30 Mal unsere Sonne. Unsere Sonne. Und die Dimension ist etwa von so einem Objekt ist kleiner als 100 Kilometer. Und der Abstand am Schluss war vielleicht auch nur zwischen den Zentren 200-300 Kilometer, also sie touchierten sich fast. Und die Schlussgeschwindigkeit war fast die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit, bevor sie dann verschmolzen sind. Die kommen sich dann näher, da gibt es so einen Tanz quasi. Genau, sie kommen immer näher und da wird natürlich immer Energie abgestrahlt und je mehr Energie abgestrahlt wird, je näher sie kommen und so weiter. Und da müssen sie natürlich auch immer schneller rumrotieren und am Schluss ist natürlich ihre Geschwindigkeit fast die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit. Ah, und das gibt dann ganz massive Wellen. Genau, und am Schluss verschmilzen diese zwei Objekte und dann entsteht natürlich ein schwarzes Loch mit nicht der Summe der Masse, sondern der Summe minus drei Sonnenmassen und drei Sonnenmassen nach E gleich mc Quadrat, die sind
wurden in Energie, genau, ja. Die berühmte Einsteinsche Gleichung, die wurden alles in Energie umgewandelt, und zwar in Gravitation, in Form von Gravitationswellen. Und also, das heißt, dass jetzt das ist praktisch in einem Bruchteil einer Sekunde werden drei Sonnenmassen da einfach in Wellen da Und Wellen notabene, die den Raum stauchen, genau. und ziehen und genau. auch die Zeit. Genau, genau. Ja. Also das, Und weshalb? Zum Glück werden wenig gestaucht im Moment. Aber jetzt kann das ja auch mal passieren. Aber ich kann jetzt Folgendes sagen: ich meine, die Detektoren, mit denen die auf Erde das gemessen worden ist, die sind, haben. Ich meine, mach es jetzt ein bisschen einfach, da hat man einen Laserstrahl und der wird so quasi halbiert. Die Hälfte geht gegen einen Spiegel und die andere Hälfte gegen einen anderen Spiegel. Dann kommen sie zurück, machen Interferenz. Und wenn eine Welle kommt, da wird auf diese Distanz vor 4 Kilometer wird der Spiegel, der das reflektiert, wird um einen Bruchteil des Durchmessers eines Atomkerns verändert. Ja, minimal. Also nicht so schlimm. Also, genau. Für uns. Also die Erde wird da nicht einfach da durchgeschüttelt. Ja. Wie verrückt. Okay, sind wir froh. Aber Gott sei Dank. Ich meine, wenn natürlich die Gravitationskonstante viel größer wäre, dann würden wir da durchgeschüttelt. Jetzt, weshalb sind jetzt diese Wellen so wichtig für uns, dass man die messen kann? Diese schwarzen Löcher, die sind vor 1 Milliarde Jahre fusioniert. Hätte man das sonst nicht feststellen können, was da passiert ist, mit anderen Messmethoden? Nein, weil diese schwarzen Löcher, die emittieren eben, Name schwarze Löcher, das sind ja nichts anderes als Gebilde, deren Masse so groß ist, dass die Fluchtgeschwindigkeit ist größer als die Lichtgeschwindigkeit. Ich meine, Sie wissen ja, wenn Sie zum Mond gehen, müssen Sie ein Geschoss mit einer Geschwindigkeit höher als 11 Kilometer pro Sekunde schicken. Ich meine, das ist die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde und so weiter. Und wenn Sie natürlich diese Körper immer größer und größer machen, also auf der Sonnenoberfläche wäre es 600 Kilometer pro Sekunde etc. Und am Schluss ist einfach diese Geschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit. Und dann kann das Licht gar nicht mehr zu uns kommen. Es wird so quasi zurückgezogen. Das heißt, wir können von den schwarzen Löchern keine direkte Information haben. Natürlich, man muss aufpassen. Also man kann sie optisch eben nicht beobachten, genau, auch nicht mit dem besten Teleskop. Nein, man kann es nur indirekt. Ich meine, wenn jetzt die Sonne einfach magischerweise würde sofort ein schwarzes Loch. Nein, wir würden natürlich einfach kein Licht mehr sehen, das ist klar, das ist ein Problem. Aber abgesehen von dem Problem würde die Erde weiterhin um die Sonne gehen wie bis dahin. Also die Erdbahn würde sich nicht verändern, wenn das also instantan passieren würde. Und oder so, was man indirekt manchmal sieht, das ist, dass auch diese schwarzen Löcher ein bisschen als Staubsauger wirken. Sie nehmen das Gas, das außerhalb ihrem Horizont ist, das wird da auch so auf Bahnen, die immer enger werden, und da wird natürlich eben Energie dann, dieses Gas verliert eben Energie, das heißt, es wird sehr stark erhitzt und man sieht dann im Röntgengebiet, also mit Röntgensatelliten sieht man auch so sagen wir, Strahlung, die, aber das kommt immer noch außerhalb der schwarzen Säule. Das sind so indirekte Zeichen genau. dafür. Genau. Also das heißt, anders gesagt, wenn ein schwarzes Loch nicht andere Körper hat, die wir sehen können, und dann auf den dann schließen können, da ist ein schwarzes Loch, und weil das Ganze dreht um dieses Zentrum, noch gibt es diesen Staubsaugereffekt, dann können wir sie gar nicht sehen. Und jetzt dank der Gravitationswellen ist das jetzt eben möglich, und man kann sozusagen sogar die Geschichte erzählen. Genau. Einer sofern Fusion. Natürlich, man hat zwei, die fusionieren, und man sieht natürlich diesen Fusionsprozess. Wenn sie mal fusioniert sind, dann ist es auch wieder vorbei, weil sie nicht mehr abstrahlen, keine genau. Energie mehr abgeben. Also das heißt, die Tatsache, dass man jetzt, also die Gravitationswellen haben wir immerhin zwei Sachen, also von mir aus gesehen zwei Sachen haben wir gelernt. Eins ist natürlich, dass man die allgemeine Relativitätstheorie, also eine Vorhersage von Einstein von etwas 100 Jahre alt ist, hat man bewiesen, das ist, was ich nennen würde, fundamentale Physik. Also man hat die fundamentale Gesetze der Physik hat man da verifiziert, ein Teil davon natürlich. Und das zweitens, es ist ein Mittel, ein neues Fenster, um solche Objekte zu sehen. Also sonst wüsste ich gar nicht, wie man solche Objekte überhaupt sehen könnte. Ich habe noch eine Frage zu diesen fusionierenden oder kollidierenden schwarzen Löchern. Genau. Das tönt ja einigermaßen spektakulär für jemand,
der nicht so viel weiß über solche kosmischen Dinge. Ist das kosmischer Alltag? Passiert das oft oder ist das eher etwas Seltenes? Das ist eine gute Frage. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass man hat ja bis jetzt mal ein Ereignis gefunden. Mhm. Möglicherweise hat man ein paar mehr Ereignisse und die hat man gesehen in der Zeit von 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, ja, 3 bis 4 Monaten. Und der Detektor oder die 2 Detektoren waren nicht immer gleichzeitig so quasi messbereit. Also das heißt, am Schluss hat man eine relativ kurze Messzeit. Und sagen wir jetzt von diesen Daten kann man ein bisschen eine Idee haben, wie viele solche Objekte sich da irgendwie im Weltraum befinden sollte. Mhm. Aber das heißt, jetzt sind natürlich. Aber haben Sie da jetzt eine Idee schon? Können Sie da schon etwas zu sagen? Ich würde sagen, das ist noch sehr präliminär. Also das heißt, die Messungen sind noch ein bisschen von 1, 2 Statistik zu machen, ist ein bisschen zu viel. Aber ich würde sagen, in den nächsten 4, 5 Jahren werden diese Detektoren noch verbessert, weiter verbessert und werden natürlich Messungen gemacht. Also ich würde sagen, in einigen Jahren werden wir da so genügend viele Beobachtungen haben, dass man dann aussagekräftige Statistiken. Aber das können Sie im Moment noch nicht, das würden Sie noch nicht. Ich würde sagen, man hat es schon gemacht, aber die Unsicherheit sind noch sehr groß. Wollen Sie jetzt eine Zahl sagen oder nicht? Nein. Das habe ich jetzt gemerkt. Jetzt haben wir einiges schon. Ich habe sie einfach nicht präsent. Ich müsste da schnell in den Paper schauen. Wir haben jetzt einiges erfahren über die dunkle Materie und über Gravitationswellen. Jetzt wollen wir eigentlich darüber sprechen, wie Sie jetzt genau diese Phänomene erforschen. Herr Wouters, Sie haben es anfänglich schon gesagt, Sie haben eine Vermutung, aus was diese, man weiß es noch nicht, aus was das sie besteht, diese dunkle Materie, aber Sie haben eine Vermutung, nämlich spezielle Teilchen. Die haben eben auch, die Physiker haben, habe ich herausgefunden, ein gutes Färben für lustige Namen. Sie verbunden Teilchen, die Sie, die Physiker WIMPs, Schwächlinge auf Deutsch, getauft haben. Solche schwach wechselwirkende Teilchen wollen Sie jetzt nachweisen. Können Sie uns mal erklären, wie Sie das tun wollen? Genau, also vielleicht erstmal ein bisschen zu der Hypothese. Die eigentlich auch unabhängig. Wir verlassen jetzt Galaxien und Galaxienhaufen und die größten Strukturen und gehen ein bisschen in die Teilchenphysik. Und da untersuchen wir ja die Materie und ihre kleinsten Strukturen, nicht die Komponenten dieser Materie, die Wechselwirkung, die Kräfte dazwischen. Und während wir das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik aufgestellt haben, das sehr, sehr präzise getestet wurde und auch immer noch wird, auch am Beschleuniger in Genf, wissen wir auch aus theoretischen Überlegungen, aber auch aus experimentellen Hinweisen, dass dieses Standardmodell nicht die ganze Wahrheit ist. Also wir erwarten noch neue Teilchen, neue Phänomene auf der sogenannten schwachen Skala. Also bei den Energien, die jetzt eigentlich erreichbar sind, demnächst am LHC. Und dann ist die Frage, nicht, und diese WIMPs, massive, schwach wechselwirkende Teilchen, das ist nur so ein Oberbegriff, das ist eine ganze Klasse von Teilchen. Wenn man dann eine bestimmte Theorie hat, kann man dann die Eigenschaften dieser Teilchen ein bisschen genauer bestimmen. Ja. Aber eine grobe Eigenschaft ist, dass sie recht schwer sind. Was meinen wir mit schwer? Vielleicht 10-mal, vielleicht 100-mal, vielleicht 1000-mal so schwer wie ein Wasserstoffkern, also wie ein Proton. Das wissen wir leider noch nicht genau. Und das andere, was wir wissen, ist, dass sie eben nur sehr, sehr, sehr schwach, also schwächer als die sogenannte uns familiäre schwache Wechselwirkung mit normaler Materie, mit Protonen, mit Quarks, mit Elektronen und so weiter wechselwirkt. Mhm. Und ist das das Problem? Genau, das ist das Problem. Dass sie schwach wechseln. Genau, das macht es sehr, sehr schwierig, nach diesen Teilchen zu suchen. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir erstmal die störende Strahlung ausschalten und das heißt die kosmische Strahlung. Deswegen müssen wir unsere Detektoren tief unter der Erde in Untergrundlabors aufbauen. Wir müssen auch, soweit es geht, die gesamte Radioaktivität der Umgebung ausschalten, die radioaktive Zerfälle, die ja überall passieren, in Materialien, auch in der Luft, Radongas und all das gibt uns Rauschen, wenn man so will, in unserem Detektor. Und nachdem man das alles macht, dann schaut man nach sehr
eben seltenen Streuung zwischen diesen Teilchen und Atomen oder Atomkerne in einem Detektor. In unserem Fall benutzen wir Detektoren, die mit flüssigem Xenon gefüllt sind. Und was passiert jetzt, wenn er so ein Teilchen in diesen Xenon-Tank eindringt? Was passiert? Genau, also wir haben im Moment haben wir ein neues Projekt aufgebaut, da haben wir insgesamt 3,5 Tonnen flüssiges Xenon. Dieses Xenon wird dann von solchen Fotodetektoren gesehen. Warum? Weil wenn ein Teilchen, natürlich nicht nur ein Teilchen der dunklen Materie, aber auch die ganz normalen Teilchen interagiert mit dem Xenon, da entstehen auf der einen Seite kleine Lichtsignale im UV-Bereich, aber auch Ladung, also freie Elektronen, einige wenige Elektronen, einige wenige Photonen, die wir dann nachweisen. Die werden dann hier gemessen. Genau, sie werden da mit solchen Arrays von solchen Fotosensoren, die sehr, sehr empfindlich sind, die einzelne Photonen eben verstärken können, um mehrere Millionen, damit wir diese winzigen Signale überhaupt nachweisen können. Das war bis jetzt aber noch nicht der Fall. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Tank, den Sie haben dann, oder? Ja, also genau, ich würde ihn nicht Tank nennen, sondern Detektor. Wir entwickeln diese Detektoren immer weiter. Wir haben recht klein angefangen und das ist jetzt der dritte, aber wir werden immer besser, wir haben nichts gesehen, aber wir können einige Theorien ausschließen, indem man über eine gewisse Messzeit mit einer gewissen Empfindlichkeit zum Beispiel keine Ereignisse der dunklen Materie beobachtet. Also kein Ergebnis ist dann auch eins? In dem also ich würde es nicht kein Ergebnis nennen, ich würde sagen, wir hatten noch nicht die Empfindlichkeit, diese sehr schwach wechselwirkenden Teilchen nachzuweisen. Genauso wie sie noch nicht am LHC nachgewiesen worden sind. Dort versucht man ja, solche Teilchen direkt im Labor zu erzeugen, indem man bekannte Teilchen wie Proton kollidiert bei sehr hoher Energie. Da entstehen neue Teilchen. Unter anderem erhofft man auch, dass solche Teilchen der dunklen Materie entstehen und dann eben nachgewiesen werden können. Natürlich nur indirekt. Mhm. Ja. Sind Sie da manchmal am Zweifeln? Also jetzt haben Sie eben das Experiment ja größer. Genau. Und nachgewiesen haben Sie jetzt immer noch nichts. Also nein. Also das, wir haben noch nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Kann. Das genau. Nein, wir haben noch nicht einmal angefangen zu messen. Gut, okay. Entschuldigung. Und wir arbeiten schon am nächstgrößeren Detektor und den nächstgrößeren Detektor. Aha. Das heißt, wenn wir nichts sehen, brauchen wir natürlich einen größeren Detektor. Wenn wir etwas sehen, dann ist die Statistik sicherlich sehr niedrig, basierend auf der Tatsache, dass wir bis jetzt noch nichts gesehen haben. Ja. Und mit 2, 3 Ereignisse oder auch 10 Ereignisse pro Jahr können wir nicht viel über die dunkle Materie lernen. Das heißt, wir brauchen so oder so größere Detektoren. Und dieses Spiel kennen wir schon allzu gut von der Neutrinophysik, weil Neutrinos eben, wie gesagt, die zum Beispiel von der Sonne, von Supernova-Explosionen und andere Quellen emittiert werden, diese interagieren auch sehr schwach und da braucht man eigentlich sehr große Detektoren. Wie Sie vielleicht wissen, gab es ja 2015 Nobelpreis an zwei Experimentalphysiker, die eben Sonnenneutrinos nachgewiesen haben, im Snow Lab und in der Kamiokamine in Japan. Und dies hat auch eigentlich zig Jahre gedauert, bis diese Experimente wirklich so groß geworden sind und die nötige Empfindlichkeit erreicht haben. Das heißt, ich verzweifle nicht. Ja, nein, genau. Ich merke das Gegenteil. Sie sind felsenfest. Ja. Genau. Ja, absolut. Das müssen Sie natürlich auch. Und es ist ja auch so, bei Herrn Jetzer, bei diesen Gravitationswellen, Sie haben das gesagt, Albert Einstein hat das vor 100 Jahren vorausgesagt mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, dass es die geben muss. Hat es 100 Jahre gedauert. Jetzt hat man kürzlich die nachgewiesen, das auch publiziert. Was hat das für Sie bedeutet? Sie beschäftigen sich seit Jahren damit. Wie haben Sie darauf reagiert, dass Sie das erfahren haben? Ich war natürlich sehr hoch erfreut, dass man das eigentlich gefunden hat. Und ich wusste auch, das wird sicher auf meine Forschung eher Auftrieb geben, weil wir wollen ja natürlich einen Detektor bauen im Weltraum, der noch größer, noch performanter ist, als was man damit am Boden machen kann. Also von dem her war ich hoch erfreut. Aber in welcher Weise beeinflusst das jetzt das, was Sie jetzt machen? Also konkret ist so, wir sind jetzt mit diesem LISA Pathfinder, das ist ein Satellit, der wir am 3. Dezember starteten, von Kourou aus, das ist in Südamerika.
Und dieser Satellit ist jetzt 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in Richtung der Sonne. Und da macht er eigentlich nur, sagen wir mal, technische Messungen, um zu schauen, ob das Konzept, das zugrunde liegt, von was wir dann diesen Detektor LISA, für Laserinterferometrik, kritischen Antenne, bauen möchten, ob das funktioniert. Und die Idee ist, wenn man weiß, dass das funktioniert, dann gehen wir zum nächsten Schritt und dann bauen wir dann diesen großen Detektor LISA auf. Das geht natürlich nochmals etwa 15 Jahre. Aber man muss auch nicht vergessen, dass wir sind auch schon seit 2003 bin ich an diesem LISA-Projekt beteiligt. Also das ging auch etwa so 12, 13 Jahre, bis man dahin war. Genau, das ist ein erster großer Erfolg, dass man überhaupt ins All geschickt hat. Genau. Sie haben uns ja gesagt, es gibt ja auch schon erste Ergebnisse dazu. Können Sie dazu etwas sagen? Also, ich kann Folgendes sagen. Morgen um etwa um 12 Uhr gibt es eine Pressemitteilung, eine Pressekonferenz von der Europäischen Weltraumorganisation, die organisiert ist in Villa Franca in ESAC, das ist bei Madrid, und eine zweite in Hannover. Und dann ab 12 Uhr können Sie die Ergebnisse dann auf dem Server da von dem Physiker Rioulettes herunterladen und dann können Sie die Bilder sehen, was wir da gemessen haben. Aber das ist vielleicht etwas Grundsätzliches dazu sagen. Okay, ohne, gut oder schlecht? Oder ohne wie? Das zu verraten, ich glaube, das stand auch schon mal in Nature und das wurde auch schon so kommuniziert. Also ich kann sagen, das Konzept funktioniert und die Messungen sind so, dass es die eigentlich bedeutend besser sind, als wir was wir erwartet haben. Also das System funktioniert genau, technisch, kann also man sagen. Also ich würde sagen, der Pathfinder hat seine Versprechen da schon erfüllt. Die Rest wird natürlich schon noch Monaten von Messungen, aber ich meine, das sind dann mehr Details für die Spezialisten, was natürlich sehr wichtig ist dann für den Bau und den Design von LISA, dass man das alles richtig macht. Also das ist schon wichtig. Aber ich glaube, das kann man sagen, das Experiment ist gelungen. Und es gibt auch Pläne schon von der, das heißt, die in ihre... Darf ich schnell unterbrechen? Ja. Tönt wunderbar, Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Wir müssen, glaube ich, noch erklären, was Sie überhaupt vorhaben. Das ist nämlich noch gar nicht, das wissen wir nämlich noch nicht. Was Sie nämlich da vorhaben, ist eine riesige Sache. Das müssen Sie uns vielleicht zuerst erklären, was da geplant ist. Also, wie Sie diese Gravitationswellen im Bau... Genau, also bis jetzt, das war ein Satellit Ist eine Vorstudie quasi für ein großes Projekt, das kommt. Also meistens ist es so, wenn man einen wissenschaftlichen Satellit baut oder plant, da gibt es immer eine gewisse Herausforderung, aber sagen wir, die Herausforderung ist so, dass man das im Direktgang machen kann. Mhm. Dagegen hier die Herausforderung von der Technologie, die notwendig ist, um so einen Detektor im All zu bauen, wurde einfach gesagt, das ist viel zu groß, dass man das einfach in einem einzelnen Schritt machen kann. Also hat die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, gesagt, man muss zunächst einmal einen Teil der Technologie testen, das ist, was wir daran sehen. Und was ist dann das Prinzip von diesem Detektor? Und der große Detektor, das ist dann analog wie diese Detektoren auf Erde, nur sind sie im Weltraum und das sind dann drei Satelliten, die in Sonnenumlaufbahn gebracht werden und die Trajektorien sind dann so, dass die relativ zueinander wie in einem Dreieck stehen mit einer Seitenlänge von 1 bis 5 Millionen Kilometern, also das sind wir noch am Optimieren und da werden dann Laserstrahlen zwischen all diesen Satelliten hin und her geschossen. Gigantisch, ja. Genau, und dann durch Interferometrie kann man dann sehen, ob so eine Gravitationswelle durchgekommen ist und eben das Ganze sich ein bisschen bewegt hat. Das heißt dann eben auch, da gibt es dann eine, durch diese Dehnung und Quetschung von Raum und Zeit, gibt es dort eine Irritation, eine Verschiebung. Genau. Aber es sind ganz andere Objekte, nicht, die man damit beobachten wird, als das heißt, jetzt auf der Erde. Die Frequenz, die man sieht, ist natürlich anders als auf Erde. Das heißt, Sie müssen, wie wenn Sie ein optisches Teleskop mit einem Radioteleskop vergleichen. Mhm. Also ist der Vorteil, dann im All zu sein, dass man andere Dinge sieht. Genau. Und aber das heißt zum Beispiel, die typischen Quellen, die wir sehen, sind zwei insbesondere. Die eine ist so, man hat gesehen, dass im Zentrum von den Galaxien, inklusive unsere, da gibt es immer so riesige schwarze Löcher, also in unserer Galaxie sind es glaube ich 3 bis 4 Millionen Sonnenmassen. Das hat man gesehen, indem man gemerkt hat, dass da Sterne um das Galaxiezentrum da herumgehen.
von der Bahn weiß man, was die Masse im Zentrum ist, aber im Zentrum sieht man nichts. Also ist die, sagen wir, der Schlussfolgerung ist, dass da ein schwarzes Loch ist. Und man denkt, dass das der Fall ist in allen Galaxien. Und natürlich, die Galaxien waren natürlich nach dem Urknall viel näher beieinander als jetzt, dass der Fall ist. Und man denkt, dass viele von diesen Galaxien haben sich irgendwie da Kollision gemacht und somit auch diese schwarzen Löcher auch eine Kollision gemacht. Das heißt, letztlich wollen wir die Kollision von diesen supermassiven schwarzen Löchern da testen. Und zwar, das können wir im ganzen Volumen des ganzen Weltraums de facto machen. Sie denken sich natürlich nur, vorher war es eine 30 auf 30 Sonnenmassen, die hier sind es auch Millionen auf Millionen, nicht? Und das sind natürlich gigantische Energien, die da... Also das könnten Sie, dieses Erdexperiment, das nicht. Würde... Nein, genau. Okay. Und dann gibt es noch andere... Sie können dort die ganz großen Ereignisse... Und dann der Punkt ist noch so, dass das Ereignis auf der Erde, wir haben nur die letzte halbe Sekunde sehen können, weil erst dann ist die Emission von Gravitationswellen so stark, dass unser Detektor überhaupt etwas messen konnte auf Erde. Dagegen die im Welt. Sekunde nach dem also Urknall, die, oder? Fusion der zwei schwarzen Löcher. Okay. Ja. Ja, gut, so. Dagegen bei diesen supermassiven schwarzen Löchern, die können wir sehr wahrscheinlich Monaten zuvor schon sehen, wenn sie relativ weit entfernt sind, also relativ. Mhm. Und deshalb können wir natürlich ein Signal haben, das sehr wahrscheinlich über Wochen oder Monate dauert. Mhm. Und Sie können sich natürlich einfach denken, dass wenn Sie da von einem Signal, das eine halbe Sekunde dauert, schon viel rausfiltern können, da können Sie natürlich viel, viel mehr rausfiltern. Das tut vielversprechend, ja. Ja, Sie haben uns ja noch eben gesagt, das Interessante ist ja, diese Gravitationswelle zu messen, das ist ja wie Lauschen ins All, oder? Genau. Jetzt hat man nur gesehen, jetzt hört man und offenbar kommt man damit auch näher an den Urknall heran, historisch. Was heißt denn das jetzt? Also man kann ja, bis jetzt konnte man nur ins Universum zurückschauen, bis zu dem Moment, wo es hell wurde. Und jetzt kann man darüber hinaus schauen. Aber können Sie uns das erklären, was das bedeutet? Also das heißt, heutzutage, wir sehen ja im Optischen, und das sagen die ersten optischen Signale, ist diese Hintergrundstrahlung, die etwa 300.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Also das heißt, alles, was zwischen dem Punkt 0 und 300.000 ist, sehen wir nicht, weil da kein Signal zu uns kommt. Jetzt aber, sehr wahrscheinlich gab es im Urknall auch Phänomene, die auch Gravitationswellen erzeugten, also das sind jetzt nicht schwarze Löcher, aber andere Phänomene. Und wenn es diese gibt, dann könnte man diese primordiale Gravitationswellen auch sehen, sofern die natürlich im richtigen Frequenzbereich sind, also dass ich gesagt habe, ob man das mit LISA machen kann, aber man kann sicher wenigstens auch gewisse so Grenzen setzen. Und wenn das gelingen würde, dann könnten wir natürlich Signale haben oder Informationen, die viel näher so quasi von Sachen, die erzeugt worden sind, viel näher beim Urknall als mit dem Licht. Also Licht jetzt natürlich im Sinne von die Mikrowellen oder so, also elektromagnetisches Licht. Mhm. Somit können wir uns mit diesen Gravitationswellen näher am Urknall sehen. Ist das, jetzt, das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik. Also das können Sie sich heute auch, morgen. Ja. Aber ist es, also es wurde ja auch eben dieses Messen können der Gravitationswellen, das wurde ja sehr gehypt und zelebriert und als Revolution verkauft, eben, dass man da jetzt auch... Ist es eine so große Revolution oder ist das ein wenig hochgehängt? Also das ist vielleicht ein bisschen eine vom Betrachtungswinkel, aber ich würde doch immerhin sagen, es ist von der Technologie her sicher eine Herausforderung. Ich meine, wenn man Änderungen, die ein Bruchteil eines Protons sind, genau, messen kann, würde ich sagen, und ich meine, das hat man immerhin so in den 80er Jahren angefangen, man hat also mehr als 30 Jahre daran gearbeitet. Also ich würde sagen, das ist doch eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Auch was man mit dem Pathfinder jetzt erreicht hat und was man da vorhat, tönt schon ein bisschen mehr nach fast Science Fiction. Also ich würde sagen, das ist doch eine Errungenschaft. Und ich meine, dass man auch irgendwie dann so, ich meine, ich weiß jetzt, da eine Milliarde Lichtjahre entfernt sind da zwei schwarze Löcher da verschmolzen. Ich meine, wenn man das mal denkt, ich meine, dass man jetzt das weiß und dann hat man ein Signal, ich meine, ich denke, das ist schon nicht ganz banal. Und in diesem Sinne ist das natürlich auch ein neues Fenster für die Beobachtung des Universums. Und ich denke, wenn man ein neues Fenster öffnet, dann hat man auch mehr Sichtweite und mehr Informationen. Und eine schöne Bestätigung. Finden Sie das auch faszinierend, auch wenn Sie sich sozusagen mit einer ganz anderen Dimension beschäftigen?
Ja, absolut. Erstens, was Lisa angeht, ich kann mich erinnern, da war ich noch Studentin, da hörte ich von dem Projekt und das fand ich schon damals faszinierend. Und dass wir jetzt so weit sind, dass es bald, also dass jetzt Lisa Pathfinder schon im Weltall ist und sehr gute Ergebnisse liefert, das ist faszinierend. Das andere, was faszinierend ist, ist auch, dass, ja, dass Einsteins Theorie, dass Gravitationsgesetz eben sehr, sehr gut wieder einmal auf einer anderen Weise bestätigt worden ist. Ja. Und das finde ich schon, das finde ich schon erstaunlich. Ja. Auch, dass man das experimentell, wie Philipp das ja gesagt hat, dass man das experimentell überhaupt machen kann. Ja. Es ist ja schon, ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, in CERN, dieser Large Hadron Collider, ein riesiger neuer Teilchenbeschleuniger, der gebaut worden ist, jetzt ein gigantisches Experiment auch, das Sie jetzt da am Aufbauen sind, das da entsteht. Sie, Frau Baudis, bei Ihnen wird es auch immer größer. Also die Experimente in der Physik, in der Astrophysik, die scheinen immer größer zu werden. Weshalb ist das so? Ja, eben, weil man immer neue Fragen versucht zu beantworten und weil man Phänomene messen möchte, die sehr, sehr schwer zu beobachten sind. Auch die optischen Teleskope werden immer größer, auch die Radioteleskope. Man möchte auch immer weiter hinaus ins Weltall schauen. Deswegen auch bei den optischen Teleskopen, man möchte immer mehr Licht sammeln auf der Erde oder eben mit den Nachfolgern von Hubble und so weiter. Wir Physiker, wir lieben ja solche Tabletop-Experiments. Am liebsten hätten wir es ja, wenn wir alles im Labor bauen und betreiben könnten. Es ist leider nicht mehr so. Auf der anderen Seite bauen wir schon auch noch im Labor kleine Detektoren-Prototypen, mit denen man dann gewisse Aspekte von der nächsten Generation, dann von den großen Detektoren eben testet oder Eichmessungen durchführt und so weiter. Das heißt, ich denke, wir haben beides. Ja, die Experimente an sich werden immer größer. Mhm. Auf der anderen Seite betreiben wir ja auch sehr viel Forschung und Entwicklung direkt im Labor, dann mit eben kleineren Experimenten. Mhm. Ja. Sie arbeiten sehr experimentell. Welche Rolle spielt dann die Theorie in Ihrer Forschung? Genau, es ist ja immer so ein Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment. Ja. Manchmal wird es ein Feld von Experimenten wachgerüttelt. Also es gibt eine neue Beobachtung, die man dann versucht zu erklären, auch von theoretischen Seite her. Auf der anderen Seite braucht man als Experimentalphysiker ja auch, also Physikerin braucht man auch, man braucht auch Hilfe von der Theorie, damit man auch weiß, wo man suchen soll, wonach man suchen soll. Nicht? Das heißt, ich glaube, das ist da immer so eine Verflechtung. Die Theorie spielt natürlich eine sehr große Rolle. Sie weil geben auch Hinweise zum Beispiel. Auf genau, sie machen ja auch Vorhersagen jetzt in unserem die theoretischen Vorhersagen sind leider noch sehr, sehr... die erstrecken sich, sagen wir mal, noch über sehr viele Größenordnungen, also sind nicht sehr präzise, aber trotzdem... Die Theoretiker sagen uns schon so ungefähr, wo wir suchen sollen und dann, wenn wir was finden, dann genauso wie wenn man am LHC was findet, dann versucht man ja dieses neue Teilchen herauszufinden, zu welcher Theorie würde es denn passen. Ja, was ist die neue Theorie in der Teilchenphysik, die über das Standardmodell hinausgeht? Da gibt es ja einige Kandidaten. Jetzt ist ja doch interessant, dass diese beiden Phänomene, über die wir sprechen, wir haben das gehört, das wurde schon vor 100 und beziehungsweise bei Fritz Zwicky mit den schwarzen, der dunklen Materie vor 80, mehr als 80 Jahren vorausgesagt. Genau. Weshalb dauert es denn so lange, auch heute noch, bis man da etwas herausfinden kann? Wo liegen die Probleme? Sind die einfach technischer Natur? Genau, also es wäre mir natürlich lieber, wenn alles viel schneller geht. Gut, dann hätten Sie ja nichts mehr zu tun dann irgendwann. Doch, ich habe schon viele andere Projekte auch noch, aber ich hätte schon genug zu tun, weil es ist ja immer so, wenn wir eine, wie ich schon sagte, wir beantworten eine Frage, dann tun sich ungefähr 10 neue auf, um es einfach auszudrücken. Es ist nicht so, dass wir dann an das Ende der Physik oder der Wissenschaft kommen, aber... In diesem speziellen Fall, bei den Gravitationswellen haben Sie ja schon gehört, es geht darum, Ausdehnungen zu messen, die einen Bruchteil des Radius eines Protons ausmachen. Das ist unglaublich schwierig. Ja. In unserem Falle geht es darum, sehr, sehr kleine
Energien, sehr kleine Signale zu messen in einem sehr großen Detektor, der immer größer wird, weil eben diese Teilchen so schwach wechselwirken. Das heißt, es ist wirklich eine technologische Herausforderung. Es hat einige zig Jahre, würde ich sagen, gedauert, bis man die nötigen Detektoren überhaupt entwickelt hat, die jetzt so langsam die nötige auch Empfindlichkeit haben, um solche Teilchen zu sehen. Ja. Bei Einstein ist es eben, der hat vor 100 Jahren diese Gravitationswellen vorausgesagt, jetzt sind sie eben letztes Jahr, letzten Herbst, aber er glaubt, ja, gemessen. Dass, ja, sie nicht finden werden, weil es da hat er, nicht da möglich ist. Da hat er in vielem recht gehabt, da hat er mal nicht recht gehabt offensichtlich. Eben die Technik hat es möglich gemacht, dass sie jetzt eben nachgewiesen worden sind, und hat dann die Theorie letztlich immer recht. Ist sie einfach ein wenig schneller, und man kann dann, eben, wenn man die Technik dann, wenn die nach ist, kann man es nachbelegen. Oder gibt es da auch fundamentale physikalische Irrtümer? Die Theorie ist nicht immer richtig. Ich meine, die Theorie ist so gut, wie sie auch durch die Experimente abgestützt ist. Jetzt ist natürlich die allgemeine Relativitätstheorie, da gibt es schon sehr viele, sagen wir, Fakten, Experimente, die zeigen, dass sie richtig ist. Oder wenigstens, man müsste es eigentlich präzise sagen, dass sie in gewisse Bereiche, wo man sie gemessen hat, dass sie dort stimmt. Mhm. Aber natürlich nicht in allen Bereichen, das wissen wir eben nicht. Und das müssen wir testen. Also das heißt nicht, wenn eine Theorie mal etwas stimmt, dass sie dann immer stimmt. Ich meine, man kann sagen, dass sie in diesem Gebiet dort stimmt, aber ich meine, das ist ein bisschen gleich gesagt wie zu Zeiten von Newton. Da glaubte man, dass die Newton schon mal gar nicht richtig war. Aber dann, wenn man da Objekte hatte, die mit großer Geschwindigkeit gingen oder Licht und so weiter, da hat man dann gefunden, dass man da Abweichungen hat, und das eben dann von Einstein durch diese spezielle Relativitätstheorie ins Leben gerufen worden ist. Und das stützt jetzt eben dieses Auffinden, dieses Messen können, das stützt jetzt nochmal diese Relativität. Absolut, absolut. Und was ist jetzt der nächste Schritt, Frau Baudis, wenn man jetzt diese Teilchen findet? Was bedeutet das für die Physik? Ist das dann auch wieder eine neue Physik? Oder was hat man? Ja, das wird ja zum Teil auch so genannt. Was bedeutet das? Also bevor ich das beantworte, würde ich noch gerne zu Theorien in der dunklen Materie nur als Beispiel, zum Beispiel in den 80er Jahren hat man vorgeschlagen, dass diese dunkle Materie eben aus Neutrinos besteht. Das wurde das Modell der heißen dunklen Materie, weil diese Teilchen sich relativistisch bewegten im frühen Universum, ja, Hot Dark Matter. Und das war sehr naheliegend. Warum? Weil Neutrinos gibt es massehaft im Universum, etwa so viel wie Photonen, wie Lichtteilchen. Es war damals noch nicht klar, ob sie massebehaftet sind. Heute allerdings weiß man, ja, sie haben eine Masse, die wäre aber viel zu klein, um die dunkle Materie zu erklären, auf der einen Seite, aber auch durch diese Simulation und durch andere Beobachtungen weiß man, dass Neutrinos überhaupt nicht diese Strukturen bilden könnten, ja, die wir heute beobachten. Also in einem neutrino-dominierten Universum als dunkle Materie, jetzt würden die allergrößten Strukturen zuerst entstehen und diese würden dann sozusagen fragmentieren zu den kleinen Strukturen. Heutzutage weiß man auch durch Beobachtungen, dass es eben im sehr, sehr, sehr frühen Universum schon Galaxien gab. Das heißt, die Galaxien entstehen eigentlich sehr, sehr früh im Universum. Das heißt, das will ich nur sagen, es ist eine Theorie, es war eine sehr wichtige Theorie, ja, und die wurde allerdings dann durch verschiedene Messungen, Beobachtungen eigentlich ausgeschlossen. Deswegen ist das immer so ein Wechselspiel. Das heißt, also, ja, weshalb ist denn das Experimentelle so wichtig? Können Sie das nochmal sagen? Also Theorie kann ja schön und gut sein, aber... Genau, es ist gut, die Theorie ist nur dann schön und gut, wenn sie wirklich konkrete Vorhersagen macht, die man dann im Experiment eben entweder nachweist oder auch nicht und dann die Theorie als falsch erklärt. Wenn es so eine Theorie gibt, die keine Vorhersagen macht, die man überhaupt jemals messen kann, dann grenzt sie eher an Philosophie als an Physik. Ja. Ja. Aber zu Ihrer anderen zur Frage. Neuen Physik. Genau. Jetzt. Was heißt das, wenn Sie diese Teilchen wirklich finden würden? Was bedeutet das für die Physik? Ja, also erstens würde die Tatsache, dass die dunkle Materie aus neuen Teilchen besteht, ist ja nur eine Hypothese. Und diese Hypothese würden wir auf bestätigen. Das heißt, das wäre so ein
ja, Discovery-Experiment, aber wir möchten da natürlich weitergehen. Wir möchten dann diese Eigenschaften dieser Teilchen bestimmen, wie die Masse, den Wechselwirkungsquotienten, also wie stark sie mit normaler Materie wirklich wechselwirken, das wissen wir ja im Moment noch nicht. Das heißt, das wäre dann eine Hilfe für die Teilchenphysik, in welche Richtung würde man dann zum Beispiel diese erweiterte Theorie ausbauen. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was die Astrophysik angeht, wir haben ja da gibt es ja auch auf der einen Seite Beobachtungen, aber auch theoretische Vorhersagen, was ist die Dichte dieser dunklen Materie hier auf der Erde und überhaupt im Sonnensystem, in der Milchstraße, wie ist diese dunkle Materie verteilt, was ist ihr, wie ist sie verteilt im Raum, aber auch in welche Geschwindigkeiten haben diese Teilchen und so weiter. Indem man welche wirklich nachweisen könnte, könnte man dann, wenn man genug Teilchen sieht, also da braucht man schon einige Hunderte mindestens, könnte man eventuell auch etwas über ihre Verteilung sagen. Und das ist wiederum wichtig für Theorien, die, für die Theorien der Galaxienentstehung. Ja. Weil Galaxien sind ja hauptsächlich aus diesen Teilchen, aus der dunklen Materie entstanden. Ja. Haben Sie einen Zeithorizont, in welchem, eben Sie haben gesagt, es braucht dann Hunderte, am liebsten natürlich Tausende solche. Genau. Ja, wie gesagt, mit dem Detektor, den wir jetzt gebaut haben, den wir jetzt in Betrieb nehmen, da werden wir höchstens vielleicht 10 messen, wenn überhaupt etwas. Deswegen dauert es. Falls wir etwas sehen, dauert es sicherlich noch mal 10 Jahre oder in etwa, bis wir dann den nächstgrößeren Detektor haben, der dann auch wirklich Hunderte oder Tausend Teilchen nachweisen kann. Und wenn es das nicht gelingt? Genau, wenn es das nicht gelingt, dann auch nicht mit dem größeren Detektor. Mit dem möchten wir dann, so, wie wir sagen, also den sehr großen Teil des theoretisch vorhergesagten Parameterraums testen, und wenn es das nicht gelingt, dann wissen wir, dass es, dann gibt es so einen Paradigmawechsel, dass dieses WIMP-Paradigma, dass das wirklich nicht dunkle Materie, dass es diese Teilchen nicht gibt und sie können auch nicht die dunkle Materie sein. Ja. Also das heißt, wenn Sie das mit diesem noch größeren Detektor nicht finden, dann ist das auch eine Aussage dahingehend, dass es sie nicht gibt. Also wenn man sie so nicht, dass es sie nicht gibt, sondern dass die dunkle Materie nicht aus solchen schwach wechselwirkenden massiven Teilchen besteht. Es gibt auch noch andere Kandidaten für dunkle Materie. Dann braucht es eine andere Theorie. Genau, es gibt auch noch andere Theorien, zum Beispiel sogenannte Axionen, die haben ganz andere Eigenschaften, und dafür baut man ganz andere Arten von Experimente, um sie nachzuweisen. Genau, nach denen sucht man auch. Ja. Und es gibt auch Ideen und so. Ja. Die sagen, dass man einfach die Gravitationstheorie entsprechend abändern muss. Genau. Das auch, nur dieses ist eben sehr, sehr schwierig. Und die einfachste Idee ist diese dunkle Materie, die Teilchen. Die Ideen wurden, die gibt es auch, dass vielleicht das Gravitationsgesetz doch nicht stimmt, aber das dann so zu ändern, dass diese ganzen Beobachtungen auf allen Skalen, inklusive der Beobachtung des kosmischen Hintergrundes, und das alles Sinn macht, das ist jetzt noch niemand gelungen. Die WIMPs finden, ja, die WIMP ist das Einfachste. Ja. Das ist die einfachste Hypothese. Und es ist eben nicht sehr exotisch. Ja. Also es gibt jedenfalls Alternativen, genau, wenn man nichts findet. Aber ich denke, das ist eben etwas, was man am Schluss nur durch ein Experiment entscheiden kann. Und deshalb, auch wenn es eine negative Antwort gibt, dann ist es eine sehr wichtige Antwort. Also genau, also unsere Idee ist, solange wir suchen können, müssen wir danach suchen. Wir müssen es einfach machen. Und mit diesen Detektoren kann man noch auch andere Art von Physik dann machen. Aber das wollen wir jetzt nicht näher erläutern. Ja. Also Neutrinophysik und teilweise sogar Axions und andere dunkle Materie-Kandidaten. Ja. Was können wir denn jetzt von der Forschung mit an Gravitationswellen künftig erwarten? Was ist da die Perspektive? Also ich würde sagen, wie ich schon angedeutet habe, es gibt eigentlich für mich sind es zwei parallele
Sachen, die man machen kann. Einerseits Astrophysik, also ich kann Ihnen jetzt vielleicht, dann kann man sagen, wie viele solche schwarze Löcher es im Universum gibt, wie viele von diesen ganz großen schwarzen Löcher es gibt und so weiter. Das hilft uns dann auch weiter, zum Beispiel in den Fragen, wie die Galaxien entstanden sind. Das ist die, sagen wir mal, die astrophysikalische Seite, aber ich würde sagen, auch die Fundamentalphysikfrage ist wichtig. Gerade bei so schwarzen Löchern ist die Gravitation sehr stark. Und da könnte man vielleicht auch sehen, dass es gewisse Abweichungen gibt von der allgemeinen Relativitätstheorie. Und gut, jetzt mit den jetzigen LIGO-Experimenten ist das zu schwach, das kann, wie gesagt, weil das Signal zu kurz ist. Aber mit LISA könnte man das, und weil man ja auch dort die primäre Quelle sind ja diese Verschmelzung von diesen supermassiven schwarzen Löchern, da könnte man allenfalls auch sehen, dass es Abweichungen gibt. Und wenn es Abweichungen gibt, dann von der allgemeinen Relativitätstheorie, dann könnte das eben auch andere Phänomene erklären, oder in, also wie dunkle Materie oder Dark Energy und so weiter. Ich habe noch eine Frage. Sinn ist es dual, ja, würde ich sagen. Okay, ich habe noch zum ersten Teil eine Frage. Ich habe gelesen, dass man eben auch durch diese Gravitationswellen eben auch, man kann diese Ereignisse überhaupt hören, ja, sehen, eigentlich mehr hören, aber man kann auch die Distanz, man kann sie verorten, die Distanz besser abschätzen. Heißt das, man kann auch das Weltall besser kartografieren irgendwo? Das könnte man im Prinzip auch, weil in dieser Wellenform ist inkodiert eigentlich, sind die Massen von diesen zwei schwarzen Löchern, die da kollidieren, ihren, wie sie drehen, also Eigendrehimpuls, aber auch ihre Distanz ist auch drin. Mhm. Und wenn man jetzt das gleichzeitig, wenn man das irgendwie, dieses gleiche Phänomen gleichzeitig noch im optischen oder im elektromagnetischen Spektrum sehen könnte, dann könnte man durch Kombination von diesen beiden Informationen, könnte man die Distanz sehr genau präzise bestimmen. Also da steckt sehr viel drin in diesen Wellen, genau, dass man die viele Informationen, die wir herauslesen können. Jetzt sind wir bereits, es ist sehr spannend, man könnte ganz lange weiterreden, aber eine Stunde ist kurz. Deshalb sind wir eigentlich schon fast am Ende. Wir haben mit dem Sternenhimmel angefangen, und am Sternenhimmel gibt es ja zuweilen auch Sternschnuppen, und wenn man diese Sternschnuppen sieht, dann darf man sich etwas wünschen. Und Sie haben jetzt zwei Sterne, je eine Sternschnuppe zur Verfügung, und sagen Sie uns doch, was Sie sich für Ihre Forschung wünschen. Ich glaube, das sollte jetzt ganz klar sein, oder? Was ich mir wünsche. Natürlich, dass Xenon eine tolle dunkle Materie sieht in den nächsten wenigen Jahren. Sie, Herr Netzer? Dass man LISA so schnell wie möglich baut und das dann entsprechend auch umwandelt und das mit dem operieren kann. Ja. Schön. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie wunschlos glücklich sind mit dem, was Sie jetzt gehört haben. Wenn Sie eine Frage haben an unsere beiden Gäste, dann ist das jetzt der Moment dazu. Es gibt wieder dieses Mikrofon, das herumgereicht wird. Da gibt es auch eine Frage. Gerade die Dame hier vorne. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau dazu passt, aber vielleicht passt es zur Forschung. Etwas ist und ist doch nicht. Ich sehe morgen einen 20-jährigen Mann, aufgewachsen in der Schweiz, Sekundarschule B. Wir haben in der Pause diskutiert, wie bringt man Physik unter die Leute. Er hat mir die Schrödersche Katze versucht zu erklären. Ich sehe ihn morgen wieder nach einem Jahr, und da unten jetzt von Transactions hängt eine Mobile einer Katze, die ausgebeindelt wurde. Also alle diese Gebeine der Katze, die sind da unten in einem ganzen Wandbild, werden die jetzt aufgehängt, das habe ich jetzt vorgesehen. Jetzt möchte ich noch, weil ich mich nicht mit dem befasst habe, dieses ist und ist doch nicht von dieser Schröderschen Katze, von Ihnen oder von Ihnen, damit ich ihm morgen was berichten kann. Kurz erklärt bekommen. Ja, ja. Da muss man ein bisschen zur Quantenmechanik, genau, übergehen und zu der Schrödinger-Gleichung. Und für ihn war das ja nur eine Metapher, weil er damals sich, obwohl er diese Schrödinger-Gleichung aufgestellt hat, die eben diese Natur der Teilchen auf den kleinsten Skalen, also die sich anders benehmen, als wir das erwarten,
er hat diese Gleichung aufgestellt, die das sehr gut beschreibt, aber er konnte das intuitiv noch nicht wirklich daran glauben. Und deswegen kam er mit dieser Metapher der Schrödinger-Katze, die sowohl tot als auch lebendig ist, gleichzeitig, solange wir nicht hinschauen. Ja. Aber das hat keine wirklich tiefere Bedeutung, ja, würde ich sagen. Es ist so, dass die Quantenmechanik die Welt in ihrem Kleinsten beschreibt und diese Teilchen auf den kleinsten Skalen verhalten sich anders, als wir es jetzt von großen Billardkugeln oder so gewohnt sind. Ja, man kann zum Beispiel nicht Ort und Impuls gleichzeitig präzise messen, also mit einer bestimmten Präzision und so weiter. Also die Schrödinger-Gleichung, ja, letztes Ende beschreibt nur Wahrscheinlichkeiten, wie sich die Teilchen irgendwie verhalten. Und Sie können nicht einfach sagen, wie der klassische Mechanik, wenn ich jetzt da irgendwie so fahre, dann ist die Trajektorie so und dann wird es so weitergehen. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Und die Wahrscheinlichkeit kann natürlich interpretiert sein, ob jetzt zum Beispiel der Impuls up oder down ist oder eben ob die Katze tot oder lebendig ist. Also jetzt ein bisschen groß kurz. Ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das finden, was Sie suchen? Ja, das ist jetzt keine wirkliche Quantenmechanik. Jetzt sprechen wir über große Systeme. Aber ja. Gabon, willst du etwas sagen zu dieser Wahrscheinlichkeit, dass du eine solche ein Wim findest? Kann ich nicht sagen, was sie ist. Sie kann null sein oder sie kann, ja, es hängt eben davon ab, wie diese, es könnte auch sein, dass es diese Wims gibt, aber dass sie eben nur über die Gravitation wechselwirken. In diesem Falle würden wir diese Teilchen mit unserem Detektor niemals sehen. Genau. Das könnte es auch geben. Also wenn sie die falschen Eigenschaften haben sozusagen. Nein, die hätten schon die richtigen Eigenschaften, aber also nicht für euch die falschen, für uns, die genau. Genau. Die Natur ist ja nicht so, wie wir sie wollen, sondern die Natur ist, wie sie ist und wir versuchen halt verschiedene, sie auf verschiedene Weise irgendwie zu erforschen, zu proben. Ja. Und vielleicht, wir tappen sicher auch oft im Dunkeln, aber... Gut, gibt es noch weitere Fragen? Da wäre noch jemand. Ich wollte fragen, mit der dunklen Materie und den schwarzen Löchern, wo so beängstigend sein sollen, können Sie da etwas dazu sagen? Was könnte denn passieren, dass sie so unheimlich macht? Jetzt sind die unheimlich, die schwarzen Löcher. Die fressen uns ja dann am Schluss. Was passiert jetzt genau? Fressen sie auch unsere Galaxie? Wenn die Sonne ein schwarzes Loch wäre, dann würden wir da einfach rum diesem schwarzen Loch genau mit dem gleichen Jahresrhythmus rumgehen, wie das jetzt macht, die Erde. Also natürlich, sie hätten kein Licht, nichts mehr. Also das heißt, es gäbe dann sehr wahrscheinlich kein Leben mehr. Dann wären wir auch nicht am Diskutieren. Aber von dem abgesehen würde da nichts passieren. Natürlich, wenn sie im schwarzen Loch reinfallen. Auch wenn man reinfällt, passiert nicht viel. Was? Hängt, auch wenn man ins schwarze Loch reinfällt, es hängt von der Masse ab. Aber bei den ganz Großen, da merkt man eigentlich überhaupt nichts. Bei den ganz Großen merkt man am Anfang gar nichts. Und dann erst, wenn man mehr ins Zentrum kommt, dann wird man so Gezeitenkräfte. Reden Sie aus Erfahrung. Schön wär's. Aber ich glaube, was spannend ist bei den schwarzen Löchern, ist auch, was dann diese sogenannte Singularität, die ja keine Singularität gibt, wo unsere Gesetze, die wir jetzt haben, zusammenbrechen. Da braucht man dann eine Quantentheorie der Gravitation, um das zu beschreiben, was wirklich im Zentrum, wenn man so will, eines schwarzen Loches passiert. Ja. Und wenn man dazu Theorien hat, die könnte man dann die könnte man dann testen. Aber eben, das ist ja auch eine Idee, dass man eben bei dieser Verschmelzung der supermassiven schwarzen Löcher, dass man eben dann Änderungen oder Abweichungen sieht und dass man dann irgendwie weiß, wie man die allgemeine Realitätstheorie bis in Richtung der Quantengravitation erweitern sollte. Das heißt, man muss natürlich nicht vergessen, viele Sachen, die jetzt ein bisschen so mysteriös sind, sind einfach mysteriös, weil wir das einfach nicht kennen, weil unsere physikalische Kenntnisse nicht reichen bis dahin. Also, und deshalb, ich meine, die Physik beschäftigt sich ja nur mit dem, wo man die Gleichung, wo man das wirklich gesichert hat. Und der Rest ist dann eben teils der Forschung und teils der Spekulation. Ist das gut für Sie? Also es ist nicht so gefährlich, wie wir gedacht haben. Ja, und von der dunklen Materie sollte ich auch sagen, die gibt es hier überall. Man kann ausrechnen, etwa 100.000 pro Sekunde und
etwa Quadratzentimeter von diesen Teilchen gehen durch uns hindurch, aber sie sind absolut ungefährlich. Ich glaube, sie merken nichts davon. Und von den Sonnenneutrinos übrigens, genau, wenn, dann sagen sie es mir. Von den vielleicht habe ich den nächsten Detektor. Aber von den Sonnenneutrinos, die wir gemessen haben, zum Beispiel die Neutrinos, die in der ersten Fusionsreaktion in der Sonne entstehen, wo zwei Protonen miteinander fusionieren, diese Neutrinos, der Fluss der Neutrinos auf der Erde ist 65 Milliarden pro Quadratzentimeter und Sekunde, genau. Und sie merken sich ja auch nichts davon. Also sie werden permanent durch solche Teilchen eben bombardiert, durchflutet. Sie sind überall, aber sie sind nicht wirklich schädlich für die Gesundheit. Wieso ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass solche Ängste überhaupt entstehen? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben nicht von Ängsten geredet. Und es gibt diese Ängste eigentlich nicht, soweit ich weiß. Ja. Also zumindest sind sie mir nicht bekannt. Ja. Aber Menschen fürchten sich ja von allen möglichen Dingen. Wer weiß. Gut. Die andere Frage, was macht Ihnen Angst, wenn Ihnen nichts anbringt? Was mir eher Angst macht, ist, was hier auf diesem Planeten geschieht. Aber davon reden wir ja zumindest heute Abend nicht. Ist auch nicht mein Gebiet, aber ja. Gut, jetzt weiß ich nicht, gibt es noch weitere Fragen? Und ja. Wenn nicht, okay, ja, wenn nicht, dann darf ich noch mal was sagen. Ja, dann bedanke ich mich doch ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug ins Universum der Astro- und der Teilchenphysik hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen recht herzlich fürs Gespräch, bei Laura Baudis und bei Philipp Jetzer. Danke auch. Danke. Der nächste Talk findet statt. Es ist jetzt Sommerpause, 24. Oktober ist es hier wieder, heißt es hier wieder im Restaurant Uniturm Talk im Turm. Das Thema dann Gewalt und wie wir mit ihr umgehen. In der Zwischenzeit, und darauf möchte ich Sie hinweisen, ist eben die Manifesta, die findet statt zwischen dem 11. Juni und dem 10. Juli. Das ist diese Kunstbiennale, die in Zürich stattfindet, und da hat es an der Universität unter dem Motto Transactions eine ganze Reihe von sehr interessanten Events, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Es gibt ein Programm, das ausliegt, auch hier. Dann wünsche ich Ihnen einen recht schönen Abend, eine gute Zeit. Genießen Sie es und schauen Sie ab und zu mal in die Sterne.